Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo IdeaPad und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer steht bei dem Gerät auf der Rückseite und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Da nur eine kleine Anmerkung, und zwar ist, ich weiß nicht, warum das auf dem Modell nicht draufsteht, aber zwischen der 3 und der 15 ist normalerweise ein Bindestrich. Also die Modellnummer ist 3-15IML05. Das nur mal so am Rande. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Und zwar wird das Display eigentlich nur von dem Frontrahmen hier abgedeckt. Allerdings ist es so, dass diese Schiene, die man hier sehen kann, dass man die halt zur Seite wegmachen muss. Das heißt, man muss dann doch alles aufmachen, um an das Display ranzukommen. Bei der Tastatur und auch dem Touchpad ist es so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät zu öffnen, muss man jetzt als allererstes mal die ganzen Schrauben lösen. Die kann man ja auch alle gut sehen. Hier vorne. Und da ist es so, dass die vorderen vier ein kleines bisschen kürzer sind als die hier oben. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Ansonsten sind das alles ganz normale Kreuzschrauben und lassen sich da ziemlich einfach rausnehmen. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Hier ist nämlich echt alles dabei, was man so gebrauchen kann. Da sind Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit so gut wie allen Aufsätzen, die man irgendwie gebrauchen kann. Die habe ich mir jetzt hier auch schon mal zurechtgelegt. Und in dem Fall nehme ich für die Kreuzschrauben hier ein PH0 als Aufsatz. Dann kann man anfangen, die Unterseite abzunehmen. Bevor wir jetzt die Unterseite abnehmen, schauen wir uns mal ganz kurz die Verbindungslinie an. Denn da muss man dann rein, um eine Öffnung zu finden. Und das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Und die läuft hier einmal um das Gerät herum. Auch hier auf der Rückseite. Und zum Öffnen nehme ich hier eben einen der Öffner aus dem Set. Da bin ich, glaube ich, an die Kamera gekommen. Und versuche eine Öffnung zu finden. Ich glaube, die Rückseite sieht hier ganz gut aus. Da probiere ich das jetzt mal. Und dann versucht man im Grunde genommen hier zwischen Gerät und Unterseite zu kommen und das so ein bisschen nach oben zu hebeln. Und ja, genau, man hört das schon sehr laut knacken. Das ist völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen lösen. Und das ist auch tatsächlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Wenn man das zum allerersten Mal macht, kann das durchaus sein, dass das ein bisschen fester sitzt. Und da arbeitet man sich einfach in der gleichen Technik einmal um das Gerät herum. Versucht das eben hier nach oben zu hebeln, auch an der Seite. Wenn es irgendwo mal gar nicht geht, einfach nochmal schauen, hat man wirklich alle Schrauben raus. Oft kann man dann auch schon mit den Händen drunter fassen und das mit so ein bisschen Wippen nach oben hebeln. Wenn das nicht so geht, wie gesagt, dann macht man hier einfach weiter, bis man irgendwann die Unterseite quasi in der Hand hat und dann einfach abnehmen kann. So sieht die dann übrigens von innen aus. Und so das Gerät.
Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass hier auch wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und hier kann man den Stecker sehen. Und den zieht man jetzt einfach nach hinten hin raus. Da kann man auch hier am Kabelbund fassen. Und schon ist man hier auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen, dass neben dem Akku Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte ist. Vielleicht ist ja auch eine drin. Das Gehäuse ist mit dabei. Allerdings braucht man noch einen Adapter SATA, der dann hier mit dem Mainboard verbunden wird. Das ist so ein Kippstecker. Ich schaue mal schnell, ob ich das besser zeigen kann. Den klappt man nach oben. Und dann kommt hier das Kabel rein. Und dann wird er wieder nach unten geklappt. Und darüber kriegt man die Festplatte da dran. Dann, ja, hier sehen wir den RAM. Da ist übrigens auch hier drüben noch RAM aufgelötet. Also einer ist zum Tauschen, einer ist fest. Hier ist die CMOS-Batterie, falls man die mal irgendwie tauschen muss. Die ist hier nur draufgeklebt und mit dem Kabel hier am Mainboard verbunden. Das kann man einfach rausziehen. Hier sehen wir die SSD. Direkt darüber ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen, die hier um den Lüfter herumlaufen. Und ja, genau, hier ist eben der Lüfter, den man auch einzeln tauschen kann. Und der Heatsink, der die CPU kühlt. Wenn eine Grafik verbaut wird, dann säße die hier. Um den Akku auszubauen, muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Das sind nur drei Stück. Auch merken, wo die sitzen. Also hier sitzt zum Beispiel keine, das läuft ins Leere, kein Gewinde. Und sobald man die Schrauben gelöst hat, kann man den Akku nach oben aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Den RAM zu tauschen, den wir hier sehen, ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten, die so ein bisschen nach außen ziehen. Und schon kann man den RAM aus dem Slot ziehen, gegebenenfalls tauschen oder einbauen. Und das geht genauso einfach. Der kommt nämlich einfach wieder in den Slot zurück, bis ganz nach hinten. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSD hier drüben, die ist auch super einfach, wird nur von einer Schraube hier gehalten. Und sobald die draußen ist, kann man schon wunderschön sehen, wie die hier nach oben kommt. Auch die zieht man einfach aus dem Slot. Und dann kann man hier noch sehen, da gibt es auch die Variante für eine verkürzte SSD oder vielleicht ist da auch eine drin. Falls da eine kurze SSD drin ist, gibt es hier diesen Abstandshalter. Und der würde dann hier sitzen. Das heißt, wenn man aus einer kurzen hier eine lange SSD machen will, muss man den Abstandshalter hier abschrauben, da draufschrauben. Und ja, in beiden Fällen kommt die SSD dann in den Slot zurück. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Wie eingangs erwähnt, lässt sich auch der Lüfter hier einzeln tauschen. Und da ist es so, auch der wird von diesen drei Schrauben hier gehalten. Und wir sehen hier auch noch das Lüfterkabel. Das geht in die Richtung rauszuziehen. Und da, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier am Kabelbund fassen würde, könnte man wahrscheinlich, aber ich greife lieber am Stecker selber, versuche das da rauszuziehen, einfach um da nicht irgendwie die Kabel rauszumachen. So, dann muss man natürlich noch die Schrauben lösen. Ja, und da kann man also sehen, dass die unterschiedlich sind. Das heißt, die Schraube von hier legt man sich getrennt. Und die beiden Schrauben sind identisch. Und dann kann man den Lüfter nach oben aus dem Gerät nehmen. Hier ist nur eine kleine Besonderheit, und zwar laufen die WLAN-Kabel hier drumherum. Das heißt, ja, die muss man dann eben hier aus der Führung rausnehmen. Und da würde ich einfach empfehlen, ja, mach das geduldig. Und so kann man den Lüfter dann tauschen.
falls die Kabel hier mal abspringen sollten vom WLAN-Modul, was mir eigentlich immer passiert, dann ist das absolut kein Beinbruch. Die sind nämlich nur da drauf gedrückt. Also das sind so mini kleine Stecker. Die sind auch farblich gekennzeichnet hier, sieht man das. Weißes Dreieck, schwarzes Dreieck. Und ja, und dann kann man die da einfach wieder drauf drücken, was immer ein bisschen friemelig ist. Aber ja. Eine andere Bemerkung noch beim neuen Lüfter. Man weiß nicht, wie rum das geliefert wurde, ob das in irgendeiner Weise markiert ist oder nicht. Auf jeden Fall kann man bei dem Stecker auf der einen Seite die Kontakte sehen. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und ja, ich persönlich bin auch eigentlich ein Fan davon, das immer gleich zu verbinden. Einfach aus dem Grund, damit man es auch am Ende nicht vergisst. In dem Fall würde ich jetzt hier tatsächlich aber erstmal die WLAN-Kabel wieder dran machen. Und mal gucken, ob ich es tatsächlich schaffe, die mal nicht abzureißen. Genau, und dann legt man den Lüfter wieder auf die Gewinde. Die liegen hier auch so ein kleines bisschen auf. Und hey, da ist das WLAN-Kabel. Juhu. Genau, und dann würde ich aber auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal das Lüfterkabel wieder verbinden. Das ist nämlich Worst Case, wenn man das vergisst. Jetzt habe ich das zweite auch noch abgemacht. Ich freue mich. Und dann kann man das hier erstmal wieder einstecken. Aber dann nutze ich hier direkt mal die Chance, euch zu zeigen, dass das im Grunde genommen kein Problem ist. Wenn man auch keine Kamera direkt drauf hat, wird das dann noch einfacher. Und wie gesagt, hier kann man das vielleicht ganz gut sehen. Das ist die Unterseite. Und mit der Seite wird das jetzt da wieder draufgesteckt. Ich muss mal schauen, dass man die hier nicht so sehr verknickt. Genau, man merkt das eigentlich wirklich auch sofort, dass die festsitzen. Also da gibt es echt keine Frage. Und ist an sich auch kein Problem. Man versucht halt eben wirklich das zu vermeiden, dass die sich zu arg verknicken. Ja, und dann muss man den Lüfter nur noch wieder verschrauben. Die kürzere der drei Schrauben kommt hier drüben rein. Gut, ja, soweit Lüftertausch auch super einfach. Dann können wir jetzt eigentlich den Akku wieder einbauen. Und der hat zum Positionieren hier so kleine Hilfen. Das heißt, genau hier, dafür ist das gedacht. Wenn man das da drauflegt, genau wie hier drüben, dann sitzt der quasi schon perfekt in Position und muss eigentlich nur noch verschraubt werden. Und auch hier das gleiche wie beim Lüfter, super, super wichtig. Nicht vergessen am Ende das Akkukabel auch wieder zu verbinden. Sonst kriegt man das Gerät nämlich nachher nicht mehr an und wundert sich, huch, warum geht das nicht? Und genau, und dann kann man die Unterseite auch wieder verbinden. Das machen wir jetzt. Und die Unterseite legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt die nach unten fest. Und da kann man auch wirklich kräftig drücken, auch in der Mitte, dass da wirklich alles wieder einrastet. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist, dass da wirklich alles fest sitzt. Und naja, dann muss man das nur noch alles verschrauben und ist damit fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.